Moinsen! Heute geht's mal nicht um Fitness oder um Healthy Food. Nein, heute ist was anderes, denn ich wurde getaggt. Ich wurde endlich mal wieder getaggt, muss man sagen. Ich mache das ja richtig gern mit dem Taggen und leider werde ich viel zu selten getaggt. Das liegt aber auch daran, dass ich viel zu wenig Abonnenten habe. Aber egal. Ich wurde getaggt und zwar von dem guten Slane McRoss, aka Tommy, aka der Film-Review-Odin, der Film-Odin. Hier klicken oder unten in der Beschreibung, da packe ich auch nochmal einen Link rein, da geht es direkt zu seinem Kanal. Könnt ihr gleich mal ein Abo lassen, weil der Typ macht richtig geile Reviews. Denn er macht nicht diese, so, ich sag mal so, diese professionellen Reviews, wo man in diese 2-3 Minuten gehen, wo halt nur kurz halt, ne, eine kurze Zusammenfassung vom Film ist ohne Spoiler und eine Wertung, sondern er macht das so ein bisschen so wie der Plates Rocker Reviews, falls ihr den kennen solltet. Er geht die ganze Storyline durch. Also entsprechend sind die Videos auch immer etwas länger. Aber es ist einfach, wenn man Zeit hat, herrlich anzuschauen. Also ich finde den Typen richtig gut. Er ist eine richtig ehrliche Haut. Macht auch viele Privatvideos jetzt mit seinem neuen Hund, dem Walter. Und ja, also ist einfach, man merkt, das ist eine Herzenssache. Und also kann ich nur empfehlen. Gut, also ich wurde getaggt. Es geht um meine Lieblings-Superhelden. Da habe ich mal ein bisschen YouTube mal ein bisschen recherchiert und in diesem Tag geht es jetzt nur um meine fünf Lieblings-Superhelden. Wie gesagt, ich habe mal ein bisschen geguckt auf YouTube, da gibt es noch einen anderen, der heißt irgendwie nicht meine super Lieblings-Superhelden, sondern einfach nur Superhelden-Tag. Da geht es irgendwie noch ein bisschen genauer auf Fragen ein, also da sind so Fragen wie: Was ist dein Lieblings-Superheld? Und dann sowas wie: Was ist dein Lieblings-Superhelden-Verfilmung? Oder welche außergewöhnliche Fähigkeit hättest du gern selbst? Also, da sind es mehr so diese klassischen Tech-Fragen. In diesem Video geht es eigentlich nur um einen Punkt, und zwar, dass man seine fünf Lieblingshelden aufzählt. Ich mache das jetzt chronologisch, also von Platz 5 bis Platz 1. Ich glaube, es ist nicht irgendwie darauf beschränkt oder festgelegt, dass das jetzt irgendwelche Comic-Superhelden sein müssen. Also es können wahrscheinlich auch Superhelden sein, die es vielleicht nur im Film gibt oder vielleicht auch gar nichts mit diesen amerikanischen Comics zu tun hat. Also entsprechend, denke ich mal, könnte man jetzt auch sowas wie die Turtles erwähnen oder Son Goku von Dragon Ball, sowas in der Art, ist ja auch ein Superheld. Oder He-Man. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Eigentlich ist He-Man auch ein Superheld. Auf jeden Fall. Gut. Da ich ein Freund langer Videos bin, fange ich jetzt erstmal, bevor ich jetzt anfange, will ich erstmal ein paar erwähnen, die es nicht in meine Top 5 geschafft haben. Mir ist aufgefallen, als ich meine Top 5 so zusammengestellt habe, dass es sehr Marvel-lastig geworden ist. Also DC ist so nicht so ganz mein Ding, obwohl ich da auch ein paar recht gut finde, aber ich tendiere dann eher zum Marvel-Universum. Gut, also ich habe jetzt 4 Punkte mir aufgeschrieben, die es nicht in die Top 5 geschafft haben. Das ist einmal der Ghost Rider. Warum Ghost Rider? Also ich persönlich muss erstmal sagen, ich bin eigentlich ein Fan von düsteren Filmen. Also ich mag jetzt nicht generell düster im Sinne von Horrorfilmen, sondern ich mag es, wenn Filme, die nicht unbedingt düster sind, düster umgesetzt werden. Also ein gutes Beispiel ist zum Beispiel die neuen Batman-Filme mit Christian Bale. Die sind ja sehr düster gehalten und das finde ich halt besser als wie die alten, also Batman 1 und Batman Returns war ja auch noch recht düster, aber mit Batman Forever und Batman Robin, da ging es dann so ein bisschen Richtung Kindergartenkorb.
Ja, Ghost Rider wäre der erste, der das nicht geschafft hat, weil ich stehe halt sehr auch auf diese Anti-Helden. Also Anti-Helden sind ja in meiner Meinung nach jetzt nicht unbedingt super böse Wichte. Die haben ja nicht wirklich böse Absichten. Ein Anti-Superheld definiert sich ja meiner Meinung nach eher dadurch, dass er im Prinzip auch Gutes tut, aber eben auf eine brutalere Art und halt auch, sag ich mal, nicht davor zurückschreckt, jemanden zu töten. Was Ghost Rider ja definitiv tut. Ghost Rider, wie gesagt, finde ich ziemlich cool, erstmal von der Optik her richtig geil, ne? Mit dem brennenden Schädel, dem Motorrad, die Ketten, einfach ein geiler Charakter. Wer es noch nicht geschafft hat, ist Batman. Batman hat es auch nicht geschafft, finde ich eigentlich ziemlich cool. Ich hatte eigentlich früher, also ich bin Baujahr 83, ich bin eher mit dieser amerikanischen Zeichentrickserien aufgewachsen. Da gab es dieses ganze Japanische, so was jetzt ist, noch nicht. Batman hat mich nie so. Aber er hat es in engerer Auswahl geschafft durch die neuen Filme. Dadurch habe ich mich ein bisschen für Batman interessiert. Mit Christian Bale, die fand ich richtig gut. Comics und so habe ich eigentlich nie gelesen. Zeichentrickfilme auch nicht geguckt. Der dritte, der es nicht geschafft hat, wäre dann Captain America. Captain America hat mich eigentlich auch nie gereizt. Ich fand auch die erste Verfilmung nicht so toll. Aber ich war vor kurzem im Kino im zweiten Teil. The Winter Soldier, beziehungsweise hier in Deutschland The Return of the First Avenger. Und der ist ja mal richtig geil. Der war so gut, also für meinen Geschmack, ich fand ihn so klasse, dass ich direkt zum Fan geworden bin. Irgendwie. Also den ersten fand ich gar nicht mal so. In The Avengers fand ich ihn als Charakter schon eigentlich ganz cool. Aber in Captain America 2, oh, der Film ist richtig geil. Vor allem der ist auch ein bisschen düster, sag ich jetzt mal so. Den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Vor allem, der läuft noch im Kino, da kann ich wirklich nur jedem empfehlen, reinzugehen. Und der letzte, der es nicht geschafft hat in Top 5, ist der, den ich gerade schon erwähnt habe, und zwar He-Man. Ey Leute, He-Man war, glaube ich, aus der 80er. Also He-Man, das war, glaube ich, mein erster Superheld, mit dem ich aufgewachsen bin. Was ich jetzt an He-Man einfach geil finde an der Serie, ist einfach alles, also das Universum, in dem es ist. Es ist ja so ein bisschen so ein Fantasy-Universum. Skeletor, also Bösewicht, und das ist einfach geil. Die Jünger sind, die werden es wahrscheinlich nicht verstehen können, aber egal. So, ich schweife ab, es wird zu lang, es ist schon 10 Minuten das Video läuft jetzt, 10 Minuten. Fangen wir mal an. Also, Platz Nummer 5, ich habe mir das hier aufgeschrieben, Platz Nummer 5 ist Spider-Man. Spider-Man, warum Spider-Man? Spider-Man ist erstens, mit dem bin ich auch groß geworden, es fing, glaube ich, an mit der Serie The New Spider-Man, die ziemlich lang, also sehr viele Folgen hat sogar und die auch wirklich richtig gut ist. Vielleicht, ich weiß nicht, ob ich es finde, verlinke ich unten mal einen Trailer zur Serie, den Vorspann oder so. Die ist richtig klasse, weil da vor allen Dingen auch sehr viele oder fast alle von den Bösewichten auftauchen. Das sind Spider-Man-Bösewichten. Und die ist eigentlich richtig klasse. Aber warum Spider-Man? Spider-Man finde ich einfach, wie soll ich sagen, also ich fand das Kostüm cool, ich fand ja, einfach alles, die Art, wie soll ich sagen, Peter Parker als normaler Teenager, der sich dann diesen Gegnern stellt, das ist schwer zu beschreiben. Bei Spider-Man ist es einfach so, dass es einfach eher die Umsetzung, glaube ich, ist. Also es hat immer interessante Geschichten gegeben und wie das einfach, weiß ich nicht. Ich habe auch mal eine Zeit eine Comic-Serie gelesen, da ging es irgendwie um Klone, Spider-Man-Klonkriege.
wo auch noch andere Charakter, da gab es später noch einen Ben, also einen Klon von Peter Parker, der auch als ein anderer Spider-Man, der so komplett blau war, mit so einem roten Kapuzenhoodie. Ja, weiß nicht. Einfach, Spider-Man ist einfach, fällt mir nicht zu ein, ist einfach top. Platz Nummer 4 ist bei mir Wolverine. Aber nicht der Wolverine, wie er in den Filmen durch Hugh Jackman repräsentiert wird. Nichts gegen Hugh Jackman, den finde ich ein klasse Schauspieler und er macht das auch in den Filmen eigentlich richtig gut. Aber ich finde den eigentlichen Wolverine, so wie er in den Comics ist, einfach viel geiler. Weil eigentlich ist Wolverine eine relativ kleine Person, relativ breit, also wirklich schon breit, klein und ist einfach so ein kleiner, kompakter Typ irgendwie. Richtig so ein rauer Typ mit diesem Bart und dann diese Klingen und die Haare, der ist ein bisschen sowas, sehr was Animalisches. Ich finde den Wolverine aus den Filmen etwas zu, wie soll ich sagen, einfach zu zivilisiert irgendwie. Wie gesagt, und in den Comics ist er halt ein bisschen, ja, sehr düster irgendwie auch. Ein bisschen fast schon was Boshaftes, Animalisches irgendwie. Und ich finde den Wolverine auch in seinem gelben Kostüm viel geiler als normal. Es ist natürlich klar, dass es im Film ein bisschen schwer umzusetzen ist mit der Maske, die er da hat, weil das natürlich dann ein bisschen vielleicht kitschig werden würde. Aber ich bin mir sicher, man könnte es eventuell ein bisschen umsetzen, weil Captain America hat im Film auch die Maske auf. Also irgendwie könnte man es vielleicht doch schon umsetzen. Man muss Wolverine ja nicht dann hier noch diese riesen beiden komischen abstehenden Dinger da machen, aber so im Großen und Ganzen könnte das, glaube ich, ziemlich cool aussehen. Ja, ich hab sogar mal auf YouTube mal ein Fanmade-Video gesehen, wo Wolverine gegen den Predator irgendwie kämpft. Wenn ich das Video noch finde, verlinke ich das auch mal hier unten oder hier irgendwo. Da muss ich sagen, sieht der Wolverine eigentlich schon ziemlich cool aus. Ja, wie ich mir einen Wolverine in einem Film vorstellen würde, wenn ich jetzt gerade der Regisseur oder der Produzent wäre. Wie ich mir einen Wolverine vorstellen würde, zeige ich euch auch mal. Da könnt ihr nämlich mal hier jetzt klicken. Oder auch unten in der Beschreibung. Das ist ein Link zu einem Bodybuilder, der YouTube-Videos auch macht. Und der Gute heißt Lorenzo Becker. Und der Lorenzo Becker, der hat meiner Meinung nach die perfekten Proportionen für einen Wolverine im Kinofilm. Der ist klein, der ist enorm breit. Und tut euch selbst mal einen Gefallen. Guckt euch das Video mal an, was ich hier verlinke. Und stellt euch einfach nur vor, er hätte jetzt noch die Klingen, die aus seinen Händen rauskommen. Und diese komische Haarfrisur. Stellt euch das mal vor bei diesem Typen. Das ist für mich, das ist Wolverine. Ja, Platz Nummer 3 ist der Punisher. Warum der Punisher? Der Punisher ist natürlich ein Anti-Held, was ich ja sowieso mag. Und ja, am Punisher mag ich einfach die Tatsache, dass er halt einer der Superhelden ist, die keine eigentlich wirklichen Superkräfte haben. Und er sich trotzdem, also es ist einfach die ganze Art, es ist so ein cooler Typ, auch so rau, irgendwie unrasiert, Kippe im Mund oder auch nicht, den Waffen und so, das ist einfach ja, so ein Bad Guy. Bad Guy. Und
ja, richtig gut gezeichnet auch, finde ich. Die Comics muss man sich mal anschauen und vom Film auch, da kann ich was empfehlen. Da, das ist der richtige, ja. Punisher. Guckt euch den mal an, wenn ihr ein Punisher-Fan seid oder das noch nicht gesehen haben solltet. Den Film The Warzone, Punisher Warzone mit Ray Stevenson. Der ist richtig geil. Der ist extrem blutig. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es eine geschnittene Version gibt. Hier steht auch gar nichts drauf. FSK oder so steht hier irgendwie gar nichts drauf. Auf jeden Fall geht der 98 Minuten und das ist auf jeden Fall definitiv nicht die geschnittene Version. Also wenn die geschnitten ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, jetzt geht es auf jeden Fall richtig blutig zur Sache. Richtig geiler Actionfilm. Es gibt auch noch diesen anderen Punisher-Film mit Tom Jane hier. Den. Ja. Als Actionfilm finde ich den auch top. Also es ist ein richtig gut gemachter Oldschool-Actionfilm. Nur als Punisher-Film ist er ein bisschen lahm, würde ich jetzt sagen. Also wenn man das als richtigen Punisher-Fan ist und sich mit dem Charakter auskennt, dann könnte man schon sagen, Tom Jane, bisschen der, ja, der ein bisschen zu lahm, ein bisschen zu. Aber als Actionfilm klasse. Aber der hier auf jeden Fall. Dann gibt es ja noch den ganz alten mit Dolph Lundgren, den kenne ich leider nicht. Gut, jetzt kommen wir zu Platz Nummer 2. Ja, Platz Nummer 2 ist, ja, er hat schon fast auf Platz 1 geschafft. Ist der einzige, der nicht von Marvel, aus dem Marvel-Universum stammt. Ist aber auch ein Anti-Held. Richtig fieser Anti-Held eigentlich. Es geht um Spawn. Spawn, ja, wie soll ich das erklären? Spawn, wer ihn nicht kennt, keine Ahnung, ich packe auch mal einen Trailer unten rein zu irgendwie was, einen Film oder so, mal gucken. Ich weiß jetzt gar nicht, von welchem Verlag Spawn ist, wie der sich nennt. Ich kannte Spawn anfangs erstmal nur von den Comics, die habe ich nie gelesen, aber ich fand ihn von der Zeichnung geil. Also die Spawn-Comics sind immer sehr, sehr aufwendig detailliert gezeichnet, finde ich. Und richtig auseinandergesetzt habe ich mich damit Spawn, als der Film damals rauskam. Ich weiß gar nicht mehr, ob das war, glaube ich, Anfang der 90er oder so. Mit, wie heißt der Schauspieler, der Schwarze? Jay White, Michael Jay White, glaube ich. Der Film auf jeden Fall ist richtig cool, weil er sehr düster auch ist, richtig gut auch umgesetzt. Die Special Effects sind, ja gut, für heute Verhältnisse total veraltet. Aber erstmal, wir reden ja von der Charakter selbst. Spawn, dafür, dass der Film so alt ist, haben die ihn vom Kostüm her, so wie er aussieht, richtig gut hinbekommen. Also da könnte ich mir für heutige Verhältnisse kaum besser vorstellen. Und an Spawn, das finde ich einfach die Fähigkeiten geil, die er hat. Er hat diesen Anzug, allein die Transformation im Film finde ich schon geil. Wie sich das auf, wie er sich verwandelt, das kommt irgendwie so alles um ihn dann rum und zum Schluss geht dann die Maske zu, irgendwie zack, und dann fangen die Augen noch so grün an zu leuchten. Sieht richtig geil aus. Und dann hat er halt diese geilen Fähigkeiten. Er hat einmal diese komischen Ketten, die er kontrollieren kann mit seinen Gedanken irgendwie. Und diesen Umhang. Und dieser Umhang ist noch so besonders, weil der irgendwie jegliche Form annehmen kann. Also er kann den Umhang zum Beispiel um sich rum machen und dann wird er irgendwie hart als Panzer oder er verformt ihn als irgendetwas anderes, irgendwie als eine Waffe oder so. Und das ist einfach die Kombination aus der Optik, weil er wirklich richtig, richtig fies aussieht. Also eigentlich könnte das schon ein Bösewicht sein. Und die anderen Charaktere, die halt auch noch vorkommen, und das alles zusammen ist einfach irgendwie geil. Und wie gesagt, und die Comics sind cool, von der Zeichnung gelesen habe ich die noch nicht. Aber die können nicht schlecht sein, glaube ich, sonst wäre der Charakter auch nie so erfolgreich geworden. Und ich glaube, wenn der Spawn mal ins Marvel-Universum kommen würde,
dann würde ich glauben, dass er da auch schon richtig aufrocken würde. Also der wird da, glaube ich, richtig. Der wird da richtig abrocken, der wird da richtig aufräumen. Außer er würde natürlich auf meinen Lieblingssuperheld Nummer 1 treffen. Und das ist der Hulk. Ja, es ist der Hulk. Warum ist es der Hulk? Der Hulk, zum Hulk habe ich eine ganz besondere Beziehung, weil ich vom Hulk eigentlich alles so mitgenommen habe. Ich habe die Comics gehabt, ich habe die Verfilmung gesehen, die Zeichentrick, bla bla bla, die Videospiele. Und am Hulk finde ich einfach so klasse, dass er erstmal natürlich eine absolute Urgewalt ist. Also im Prinzip ist der Hulk ja eigentlich nichts weiter als ein wütender, wild gewordener Berserker, der einfach extreme Kräfte hat. Ich weiß gar nicht, wie man das, ob das jemals irgendwie in einem Marvel-Comic ja, gemessen wurde. Also was für eine Kraft er eigentlich wirklich hat, wo ist seine Kraft begrenzt? Was kann er nicht mehr? Ist einfach, also wenn man ihn erlebt, er ist einfach irgendwie immer übermächtig. Und er ist auch eigentlich nicht wirklich als ein Anti-Superheld, finde ich, einzuordnen, weil anfangs ist es ja so, dass er diese Verwandlung nicht wirklich kontrollieren kann, weil er sich halt verwandelt, wenn er irgendwie wütend oder gereizt ist. Und dann auch nicht mehr so richtig bei vollem Bewusstsein ist, also beim klaren Gedanken. Aber soweit ich weiß, ändert sich das im Laufe der Zeit, kann er das immer mehr und mehr kontrollieren. Und es gibt sogar, aber das habe ich nie, da habe ich mich nie mit beschäftigt, es gibt auch später noch völlig andere Versionen vom Hulk. Es gibt einen roten Hulk, es gibt einen grauen Hulk, es gibt einen Devil Hulk. Dann gibt es wohl auch irgendwie später eine Hulk-Version, wo er die komplette Kontrolle dann doch über sich hat, also völlig bei vollem Bewusstsein ist und sich dann auch teilweise irgendwie bekleidet. Ja, einen Hut auf und eine Jacke oder so, was sich anzieht. Aber wie gesagt, der Hulk ist einfach, ich finde einfach klasse, die Urgewalt, und ich finde die Filme klasse, also alle Filme, in denen er auftaucht. Der erste Film fand ich gut, die erste Verfilmung mit Eric Banner, glaube ich, heißt er. Oder Bruce Banner? Eric Banner oder Bruce Banner? Eric Banner ist es, glaube ich. Banner. Genau. Banner, fast derselbe Nachname wie die Comicfigur. Den zweiten mit Edward Norton und natürlich den Gast. Der, was heißt der Gastauftritt? Der war ja einer der Hauptrollen in The Avengers. Ja. Das wäre mein Platz Nummer 1. Der Hulk. Richtig geile Bestie. Gut, das war's. Noch eine kleine Ankündigung zum Thema Tech. Ich hatte ja mal vor ein paar Wochen angekündigt, dass ich mal vorhabe, meinen eigenen Tech, mein eigenes, heißt es eigentlich der Tech oder das Tech? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, dass ich mal vorhabe, ein eigenes Tech zu starten. Ich habe schon einige Fragen zusammen. Es dauert aber noch ein bisschen, weil ich, wie gesagt, versuche, da einen Text mit Fragen zusammen zu kreieren, was es so noch nicht gibt. Also mal so wirklich nicht, was ist dein Lieblings, was ist dein Lieblings, was hast du mal und so. Sondern es soll, ja, wenn es geht, noch Sachen sein, die es nicht gibt, was sich mir momentan nur ein bisschen schwer erweist, ist, das alles in eine Kategorie zu kriegen. Also es sollte ja schon irgendwo unter einer bestimmten Oberkategorie laufen. Und da weiß ich noch nicht genau, wie ich das mache. Aber ich habe schon ein paar Sachen zusammen. Ja, gut, das müsste es gewesen sein. Ich merke jetzt schon wieder, dass ich wieder nicht aufhören kann zu labern. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich gib mir einen Daumen hoch, würde ich mich sogar freuen. Und ja. Tags, wie gesagt, ihr dürft mich immer taggen. Ich bin für jedes Tag zu haben, egal was. Ich habe zu allem was zu sagen. Und gut, dann würde ich sagen,
Danke fürs Gucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, Leute, ich muss ja noch jemanden taggen. Scheiße. Ich bin ja schon unterwegs und hab das total verpennt, ey. Okay, also, zwei Leute, die ich jetzt noch tagge. Das ist einmal Chocobo Extreme. Ja, ich tagge dich. Kanal verlinke ich hier unten auch. Wird mal Zeit, dass du wieder Videos machst. Du hast so einen klasse Kanal. Da ist schon so lange nichts mehr gekommen. Jetzt will ich was sehen. Und denk dran, ich habe dich schon mal getaggt. Da fehlt auch noch ein Antwortvideo. Also Chocobo, mach dich ran. Und als zweites tagge ich natürlich die MS Angel 2407. Bin ich mal gespannt, was die dazu sagen hat. Das könnte auch interessant werden. Gut, das war's. Ich fahre jetzt weiter und...